Die verrücktesten Geschichten aus dem Leben einer Kosmetikerin. Und heute haben wir eine spezielle Folge, denn die Person, um die es geht, die braucht eure Hilfe. Die Namen sind erfunden. Und folgt mir gern, wenn euch dieses Format gefällt, denn ich habe das Gefühl, meine Videos werden nicht mehr so ausgestrahlt. In dieser Geschichte geht es um Eileen. Eileen ist schon seit 10 Jahren mit ihrem Mann verheiratet. Sie haben 4 gesunde Kinder, aber die Ehe ist das reinste Chaos. Er ist völlig narzisstisch, es läuft nicht mehr. Sie muss die ganze Arbeit machen, Geld verdienen und den Haushalt schmeißen. Es fühlt sich so an, als wäre der Ehemann quasi das 5. Kind. Sie weiß auch schon seit ein paar Jahren, dass sie das nicht mehr möchte. Die Kinder sind der Hauptgrund, weshalb sie noch mit ihm zusammen ist. Aber gerade wenn man so einen toxischen Ehemann hat, ist es halt auch schwer, sich zu trennen, weil die neigen meistens dazu, ein bisschen crazy zu werden. Das nächste Problem, was ich auch bei vielen in einer ähnlichen Situation beobachte, ist, der toxische Partner hat den Frauen das Selbstwertgefühl genommen. Durch das ständige Niedermachen hat man das Gefühl, man ist wirklich nichts wert. Also hat sie irgendwann für sich entschieden, es reicht. Eileen beschließt also, ich muss raus aus dieser toxischen Beziehung. Schluss machen kam vorerst nicht in Frage, aber für sie waren die beiden auch nicht wie ein Paar. Also beschloss sie, Jam auf Instagram zu schreiben. Sie hatte Jam schon etwas länger im Visier, hat sich dann jetzt aber einfach getraut, ihm zu schreiben. Die Intention war es, ein, zweimal zu treffen, ein bisschen zu schnacken, einfach mit dem Kopf weg von diesem toxischen Leben zu kommen. Aber ehe sie sich versieht, landet sie in einer Beziehung mit Jam. Sie führte also eine Beziehung mit Jam, aber parallel war sie in dieser Ehe und hat auch noch die Kinder. Sie hat einfach dieses Doppelleben geführt und alle belogen, aber keiner hat gecheckt, dass da was läuft mit einem anderen Typen. Hinzu kommt, dass Jam kriminell ist. Er ist Drogendealer. Er war in dem Jahr schon 3-mal in Haft wegen Drogen und Gewalt. Eileen ist quasi in einer ganz anderen Welt als das, was sie normalerweise gewohnt ist. Und sie fühlte sich so frei in dieser Welt, weil sie einfach mal nicht die perfekte Mutter war. Keiner sagte ihr, was richtig und falsch ist. Keiner sagte ihr, was sie zu tun und zu lassen hat. Sie konnte sein, wer sie will, und das hat ihr richtig gut gefallen. Er hat sie mega glücklich gemacht und sie merkte, dass sie langsam wieder zu sich kommt. Ihr Selbstwertgefühl ist immens gestiegen und sie hat es geschafft, sich von ihrem Mann zu trennen. Die Beziehung zu Jam ist immer noch geheim und leider ist sie auch ein Auf und Ab, abhängig von seiner Gefühlslage. Jetzt kommt eine große Bitte von Eileen. Ende des Jahres muss Jam für ein paar Jahre in Haft. Deshalb ist er einfach am Durchdrehen. Eileen ist unsicher, wie sie sich zu benehmen hat. Sie denkt, sie wird auf ihn warten, bis er aus der Haft raus ist. Er ist ihre große Liebe, weil er sie so genommen hat, wie sie ist und nicht versucht hat, sie nach links und rechts zu biegen. Sie ist sich aber absolut unsicher darüber, was sie machen soll und wie sie am besten handeln soll. Ist er der richtige Partner für sie? Sie denkt und hofft auch darauf, dass die beiden noch ein Happy End haben werden. Meint ihr, das können die beiden? Schreibt mal bitte eure Gedanken in die Kommentare. Eileen möchte eure Meinung haben. Und wenn ihr verrückte Bedtime Stories für mich habt, dann schickt sie mir per Mail an info@skinmeeting.de. Bessos!